Ja. Ich frage mich, ob die Mondlichtmotten wieder auch so diese speziellen Seelen bringen oder. Ich glaube, die geben einfach nur Seelen, ne? Würde sagen, die bringen schon ordentlich Seelen, aber halt nicht so viel wie Ja, dann damals. schauen wir mal zu Zukunft. Ja. Ja, 20.000 für das Viech, das. Ob so 5 bis 10.000 vielleicht maximal. Gut möglich wär's. Es gibt ja manchmal so Minibosse hier. Lass mich kurz voraus gleich. Ich will die Funkelchen machen. Du vertreibst sie nur. Ja. Und das macht Spaß. Immerhin zwei. Ja, es waren ja auch die letzten. Es gibt Ach so, sie spawnen nur. die spawnen nur So, einmal. Schlaumeier, geh voraus. So, jetzt gehen wir mal da lang. Nein, da geht's doch nicht. Da geht's nicht entlang. Da fliegst du runter. Was, da geht's weiter? Da fliegst du runter. Echt? Wenn du nach dem roten Ding weitergehst, fliegst du runter. Ach was. Bei mir ist Spawn irgendwie noch. Okay. Ja, komm, geh vor. Trau dich. Warte mal kurz. Geh mal ein bisschen zurück. Geh mal zurück. Nicht da lang. Zurück. Idiot. Ja. So darüber springen oder wie? Nicht. Okay, er ist noch am Leben. Somebody touch my spaghetti. Ja, komm, was ist los? Keine Ahnung. Guck mal, ob man da einfach so weitergehen kann. Nein, mach das nicht. Du Wieso? weißt, du wirst runterfliegen. Ja schon, aber es macht Spaß. Du fliegst runter, Friede. Gleich. Arschloch. Vollidiot, wie bist Da du da liegt irgendwas hier runtergefallen? noch. Drin liegt was. Na gut, bist du runtergefallen? Heldenseele. Ach was, ich sterb doch nicht so einfach. Ach was. Ach was. Wäre schön, wenn hier ein Bonfire wäre. Oh, die geben ordentlich Material. Wer? Na die. Ich hasse die Viecher. Echt jetzt? Kiefer gebrochen. Jetzt sammeln wir mal das ganze Material auf hier. Hier ist kein Material. Was? Untersuch doch mal die Viecher. Der Gegenstand nehmen einmal. Idiot. Ja, ein Funkeldieter nicht für alle. Ja. Wow. Von ihm kriegt man richtig gutes Material, richtig viel. Oder Ich habe gerade. pro Teil eins gekriegt, also hier, der gibt auf jeden Fall noch eins. Wahrscheinlich hast du irgendwas Oh. falsch gemacht. Wahrscheinlich bist du einfach nur irgendwie falsch gemacht worden. Weißt du schon, was hier jetzt kommt? Boss? Nein, das wäre doch viel zu offensichtlich. Kristalldrache. Aber jetzt, stell vor, jetzt kommt so ein Vulkaner. So, what the fuck do you do here? What the fuck? Ist so ein Game. Oh, tatsächlich Vulkaner. Das ist so eine Mischung aus Vulkanakin und Geneva. Und diesem Oolong oder wie er auch heißt. Oolong? Sudong. Der Mons.
Auch einer der Drachen aus Monsterhunter. Oh. Ich versuche gerade seinen Schwanz abzuschneiden. Alter, nee, das schaffen wir auf keinen Fall. Gibt's bestimmt einen Trick. Wie viel hat der? Da hinten ist ein Gegenstand, willst du den vielleicht mal aufheben? Wo hinten? Da, wo es die ganze Zeit zu sehen war, wo wir gleich drauf hingegangen sind. Mann. Okay. Ich glaube, jetzt machen wir einigermaßen normalen Damage. Ja. Ja, ich habe gerade den Schwanz angegriffen. So ein Tentakel oder wie? Nein, den Schwanz. Wir abpacken, hast du gesagt. Ja, ha. Dann kriegst du was Feines. Ja, wenn dann nicht gleich wieder weg ist. Das sind doch seine Tentakel. Oh oh. Okay, das war fast ein Todesfluch. Ich bin Todesfluch. Ja, du bist echt ein Todesfluch. Hast du fein gemacht. Jetzt komm, setz mal dein Scheiße. Zeichen. Okay, ich bin verflucht, meine HP sind halbiert. Nach dem Tod noch? Mhm. Das hast du überhaupt nicht verdient. Was ist das? Oh, Gegenstände. Setz ich mein Zeichen oder du dein Zeichen? Setz du mal dein Zeichen. Okay. Hast du dein Zeichen gelegt? Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass du mich nimmst. Ja, eines Tages. Thank you.
Alright. Also, was macht man so, wenn man verflucht ist? Weiß es nicht. Ich war noch nicht verflucht. Ja. Das ist aber toll, dass das dich noch nicht erwischt hat. Danke. Wenn du verflucht bist, musst du nach Anor Londo oder so ein Fluchstein einsetzen. Wenn du einen hast. Und hast du einen eingesetzt? Wir rennen durch, okay. Hast du einen eingesetzt, habe ich gefragt. Da sind auch noch zwei. Komm. Nicht, dass er auf uns drauf springt. Und weiter geht's. Yay. Den Master brauchen wir ja nicht. Yippie-yay! Ich finde, das funkelt so schön hier. Stell dir vor, hier stolperst du einmal. Oh Gott, du kriegst Splitter. Ich habe Splitter im Anus! Wird bestinken, wenn ich du wäre. Warte, war das nicht die Folge, wo Captain Hero irgendwie so eine Rehmutter oder so umgebracht hat und dann zum Regen so: Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ja, genau. Warte, du weißt schon, dass wir da nicht runter müssen. Was für ein Quatsch. Wir müssen ja geradeaus. Okay, wenigstens eins von den Viechern erwischt. Dann gehen wir gerade, warte. Stimmt, da runter geht's hier, gell? Ja. Da liegt da noch eine Heldenseele da unten. Wo? Ah! So, und dass du weißt, wieso, wie das dann aussieht. Kleinen Moment. Wie was dann aussieht. Wo bist du? Ja, das Okay, ist. und jetzt nehme ich das hier mal. Ah, okay. Ganz normal. Okay, passt. Also ich hatte einen Stein, hatte ich mal. Das war aber irgendwie so ein Special Loot, keine Ahnung woher. Hast du auch so einen Stein? Da ist so ein Totenkopf drauf. Ja, davon gibt's viele, das ist ein normales Item. Oh. War das gerade bei dir auch so verpackt? Nein. Der ist gerade rückwärts gelaufen bei mir und dann stellt sich einfach tot. Und bei mir fliegt der Aufwall auf den Boden. Warte mal, lass mal das mal. Ich habe das Gefühl, wenn Ah, du die Mann. Gegner so tötest, mit deinem Schwert, mit diesem Angriff, dann geben die keinen Loot. Wieso? Weil die, die du so getötet hast, keinen Loot gegeben haben. Jetzt machen wir erstmal Kamasutra. Kamasutra. Warte. Da stand gerade irgendwas. Oh, scheiße. Ja, super, geil. Gleich zum Anfang weggeschlagen. Versucht die Rennen, Spitze rennen, sonst rennen, von seinem rennen, Schwanz zu rennen. erwischen, die Spitze. Ja, erstmal, das Nein, stimmt, nein, das wäre nein, echt erst die gemein. Spitze. Lass das, komm. Spitze erwischt. Was? Ist der Gegner bei dir da oder was? Wenn du ihn nicht erwischt, bist du verflucht. Nein, 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 ich bin verflucht. Das heißt, du bist Oh tot. Mann, ey! Hier ist mal der gleiche Scheiß. Ist ja normal, ne? Toll.
Fick dich. Warum sollten wir zuerst auf seinen Schwanz gehen? Weil ich das Schwert haben möchte. Dass du überhaupt einen richtigen Damage machst, solltest du erstmal. Ja, aber Damage ist egal, ich will das Schwert! Das kriegst du. Okay, komm, probier das. Arno Alondo. Mist, wie ich. Boah, der potthässlichste Drache, den ich je gesehen habe. Ach du Drecksack! Wenn ich doch nur jemanden da hätte, der seinen Fokus nimmt. Nee, geht's ja, ist ja wichtig, das ist wichtiger, aber man kann zwar kein Damage und trennt den Schwanz und nicht, aber. Was hättest du denn getan, hättest du Damage gemacht? Hättest du dann überlebt? Nee, aber ich hätte das Ding so weit erstmal vorbereitet, dass du den. Du meinst, das bisschen Damage, das du gemacht hättest, hätte dann was ausgemacht. Hm. Jetzt war ich schon wieder Unaufmerksamkeit. Ja gut, kriegt da die Kristall. Jetzt lass mich doch einmal um dich rumlaufen, du Mistviech. Nein, jetzt dreh dich doch nicht um! Komischer Angriff. Okay, der Kampf wird euch noch eine Weile dauern. Oder ich bin gleich tot. Das könnte natürlich auch sein. Ja, der Tod ist wahrscheinlich eher der Fall. Alter, du Drecksviech!
lass mich doch einmal dahin. Wenn ich so weitermache, besiege ich ihn noch, bevor ich das Ding krieg. Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Mir reicht's. Dann habe ich das Schwert halt nicht gekriegt. Und eine Menschlichkeit hat er mir gegeben. Immerhin das. Mit 60.000 Seelen liegt man auch nicht immer falsch. Ja, gut.